die Franziska von Anfang an bei der Polizei gesagt hätte, wer auf dem Balkon gewesen wäre, dann säßen Sie beide nicht hier auf der Anklagebank. Genau. Rainer, ich verstehe dich nicht, warum du das jetzt machst, aber mir wird jetzt einiges klarer. Weil die Franzi trägt nämlich in letzter Zeit immer ganz teure Klamotten. Und ich denke nämlich, dass das nicht nur einmal passiert ist, sondern dass sie gleich mehrere Prostituierte eingeschleust hat und richtig gut Geld abkassiert hat. Was soll das denn jetzt? Na, so sehe ich das. Reg dich nicht auf. Franzi, mich lange. Ihr Mann ist wahrscheinlich einfach nur froh darüber, dass jetzt klar ist, dass sie beide das auf dem Balkon nicht waren. Ja, ich bin ja auch froh. Aber trotzdem muss Franzi eine gerechte Strafe kriegen dafür, was sie getan hat. Sie kann nicht ungeschoren davon kommen. Franzi, du bist gekündigt. Und am besten holst du heute noch deine Sache. Nein, jetzt bleib ruhig. Franzi, bleib ruhig. Wir klären das. Wir klären das später. Okay. Das gibt es gar nicht mehr zu klären. Also das klingt für mich jetzt so ein bisschen so, als ob Sie sich diese Sache mit der Prostituierten ausgedacht haben, um den Herrn Bayer, um Ihre Arbeitgeber sozusagen zu schützen. Das macht ja auch Sinn für Sie. Denn wenn das Hotel jetzt geschlossen werden sollte aufgrund dieses Vorkommnisses, dann haben Sie Ihren schönen Nebenjob auch verloren. Nein, wo man sich vielleicht ab und zu ein bisschen was in die Tasche steckt. Also, das war mit Sicherheit keine Prostituierte, die ich auf dem Balkon gesehen habe. Das waren Rainer und Ellen. Ganz, ganz deutlich, ich habe euch erkannt. Höchster. Na, ich weiß doch, was ich gesehen habe. Mal fragen, an die Zeugin Franziska Behrendt? Nein, danke. Nein, danke. Dann möchte ich mit dem Sohn der Frau Fichtner fortsetzen. Sascha? Kennen Sie den Sohn von Frau Fichtner? Ja, wir gehen zusammen in die Berufsschule. Was macht der denn hier? Wir werden gleich wissen. Sascha Fichtner, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz, die Zeugin. Bleibt unvereidigt. Was willst du denn hier? Ich darf ja auch eine Aussage machen, oder nicht? Sascha, wo ist die Greta? Die ist bei der Sekretärin, Frau Hesche. Ich glaube, da ist sie ganz gut aufgehoben. Bei Frau Hesche ist sie immer gut, ja. Mit Ihren Personalien möchte ich anfangen, Sascha. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, ob man das nicht tut, macht man sie strafbar. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber oder nahe Angehörige, wie Mütter zum Beispiel, einer Straftat bezichtigen müsste. Sascha, Ihr Nachname ist Fichtner und Sie wohnen bei Ihrer Mutter in Ebelstein. Soweit weiß ich es. Wie alt sind Sie? 16 Jahre. Machen Sie auch eine Ausbildung? Ja, genau, zum Hotelfachmann. Zum Hotelfachmann, wie Franziska Behrendt. Mit den beiden Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Sascha, warum haben Sie sich als Zeuge gemeldet? Nun, weil ich mir sicher bin, dass die Bayers auf dem Hotelbalkon Sex hatten und dass Franzi die beiden sogar gesehen hat und die jetzt erpresst. Warum erzählst du denn jetzt hier so eine Scheiße? Das ist keine Scheiße. Ja, du machst das doch nur, weil ich dich vor einer Woche eiskalt abblitzen lassen habe. Ganz ehrlich, und jetzt bist du sauer und tickst hier rum. Sascha, bitte, du warst mit dieser Person zusammen. Ich glaub's ja nicht, die ist doch genauso pervers wie die anderen. Mama. Es langt ja nicht, dass ihr schon beide auf eine Berufsschule geht. Nein, jetzt waren es auch noch ein paar. Genau die Diskussion wollte ich mir noch ersparen. Aber du siehst doch selber, dass ich verstanden habe, dass sie nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Ach, komm mal leise. Zu einer Erpressung, wenn man es denn juristisch sieht, gehört eigentlich immer die Zahlung von Geld. Haben Sie irgendwie gesehen, dass da Geld gezahlt worden ist? Gesehen, dass Geld gezahlt wurde, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber wo soll die denn ganze Klamotten her haben und den Schmuck? Der kommt ja nicht einfach so vom Himmel gefallen. Komm mal mit einem Freund, mein Lieber. Der hat nämlich ein bisschen mehr drauf als du. Ja, das ist sehr nett, dass du jetzt einen neuen Freund hast, der mehr drauf hat als ich. Aber ich glaube, so viel hat er auch nicht. Du hast so einen richtig dicken, fetten Klunker in deiner Schmuckbox und den hattest du auch schon, als wir zusammen waren. Das ist ein großer blauer Stern und ich glaube, der hat ein bisschen mehr gekostet, als dein Freund sich leisten kann. Moment mal, blauer Stern? Ja, ein blauer Stern, genau. Beate, du vermisst deinen Sternanhänger von deiner Kette. Und zwar ziemlich genau an dem Tag, wo ich dir den Heiratsantrag gemacht habe. Franzi muss ihn geklaut haben, als wir das Zimmer dekoriert haben. Als hätte ich jetzt auch noch nötig zu klauen. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ja? Überleg dir das mal. Nicht nur, dass sie Prostituierte in unser Hotel einschleust und noch dafür Geld kassiert, jetzt beklaut sie auch nicht unsere Gäste. Sei ruhig. Auch Rainer, jetzt sag doch auch mal was dazu. Nein, das ist bestimmt nur ein Missverständnis. Jetzt siehst du doch, was es für eine ist. Nein. Wir klären dieses Missverständnis. Woher hatten Sie diesen blauen Sternanhänger? Ich habe den nicht geklaut, ich habe den gefunden. Ach komm, hör doch auf, so einen Quatsch zu erzählen. Also gefunden ist relativ. Wenn Sie ihn denn gefunden haben, wie Sie sagen, und auch nicht abgegeben haben. Das ist immer das Problem, wenn man was findet. Wo haben Sie ihn denn gefunden? Im Zimmer oder sonst wo? Auf dem Hotelbalkon, Frau Salisch. Auf dem Hotelbalkon? Dann kommen wir der Sache aber doch jetzt ein bisschen näher. Könnte es sein, Frau Plüm, dass Sie Geschlechtsverkehr hatten auf dem Balkon mit einem anderen Mann und im Eifer des Gefechts gesagt haben, das muss auch noch runter, sonst fühle ich mich nicht frei genug, wenn ich so angezogen bin. Oder Sie haben das Ding verloren und Sie haben das jetzt gefunden. Das ist doch eine Möglichkeit, oder nicht? Während Ihr Verlobter ganz romantisch den Heiratsantrag vorbereitet hat. Ach, so ein Blödsinn. Das kann nicht sein. Beate war doch mit Rainer zusammen an der Bar. Ja, zusammen will ich jetzt noch mal gar nicht in Abrede nehmen. Die Frage ist nur an der Bar oder auf dem Balkon. Könnte ja auch sein. Was meinst du denn jetzt damit sagen, das dass ja Beate jetzt und
Rainer, sag doch jetzt auch mal was dazu. Beat, lass das jetzt bitte nicht wahr sein. Rainer. Ich wollte das doch alles nicht, ehrlich. Wenn man etwas nicht will, gibt man es zumindest zu. Mit anderen Worten, Sie waren zusammen mit dem Angeklagten Bayer auf dem Balkon. Und Nein. hatten demonstrativ Nein. in aller Öffentlichkeit Geschlechtsverkehr. So wie ihn die Zeugin Fichter beschrieben hat. Warum? Ich wollte 20 Uhr runter in den Spa-Bereich, weil ich dachte, ich hätte um 8 einen Termin. Und ja, aber da habe ich mich irgendwie vertan und wollte wieder zurück aufs Zimmer. Und ja, ich steige aus dem Fahrstuhl aus. Ja, und da sehe ich Carsten. Carsten, wie er Franzi seinen Arm umlegt und dann einfach in unser, ja, in unser Zimmer verschwindet. Ich meine, was soll ich denn da denken? Natürlich habe ich gedacht, dass er mich betrügt, wie damals eben. Frau Blüm, was ist damals vorgefallen? Ja, Carsten hat mich 2009 schon mit einer seiner Kollegen betrogen. Ja, damals habe ich ihm verziehen. Ja, aber total, danach war ich total eifersüchtig. Und ich habe, sobald er eine Frau nur länger wie 2 Sekunden angesehen hat, habe ich gedacht, dass er sie besser, attraktiver oder ja, sogar interessanter findet als mich. Ja, und dann hast du ja noch diesen Spruch da am Morgen unserer Anreise losgelassen. Was für ein Spruch? Naja, wir sind ins Hotel gekommen, du hast Franzi gesehen und hast gesagt, die muss neu sein. Mann, ist das eine Süße. Okay, Frau Blüm, das verstehe ich jetzt. Da haben bei Ihnen erstmal wieder die Alarmglocken geklingelt. Alarmstufe rot. Und dann sehen Sie auch noch, wie der mit der im Zimmer verschwindet. Da war für Sie klar, der betrügt mich jetzt wieder. Aber jetzt erklären Sie mir Ihre Logik. Dann gehen Sie zu Herrn Bayer und greifen sich den direkt und zack, ab auf den Balkon. Nein. Nur zum Trost, Spaß gemacht hat es mir nicht, oder wie? Erklären Sie mir die. Quatsch. Ich bin alleine an die Hotelbar gegangen und habe 3 Schnäpse getrunken. Ja, und irgendwann kam Rainer, hat sich zu mir gesetzt. Und er war total nett, ja, und ich war total enttäuscht. Ich wollte mich einfach nur noch rächen. Ja, und da habe ich Rainer gefragt, ob wir uns irgendwo in Ruhe unterhalten können. Und er hat gesagt, im Mitarbeiterraum. Ja, aber dann habe ich ihn genommen und auf den Hotelbalkon gezerrt. Ja, und da habe ich ihn dann verführt. Ich meine, ich konnte ja nicht wissen, dass wir beobachtet werden. Und ich konnte ja nicht wissen, dass du das Zimmer mit Franzi dekorierst für den Heiratsantrag. Echt, es tut mir leid, Carsten. Bitte glaub mir, verzeih mir. Ach Quatsch, jetzt weiß ich auch, warum du mich heute nicht dabei haben wolltest. Deswegen hast du mir einen anderen Tag gesagt. Ich brauche da erst noch meine Zeit zu. Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ellen, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber Beata hat mich überrumpelt. Die hat mich losgelassen. Ja, die hat mich losgelassen. Ich konnte mich nicht wehren. Herr Bayer, ab jetzt wird es mehr als unglaubwürdig. Jetzt lassen Sie mal die Hosen runter und jetzt sagen Sie die Wahrheit. Ich bin doch auch nur ein Mann. Ja, klar. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann wir das letzte Mal Sex hatten. Ja, und deswegen springst du gleich mit der Nächstbesten ins Bett. Und dann hat mich Franzi noch mit den Fotos erpresst, die sie auf dem Balkon gemacht hat. Was soll ich denn machen? Sie wollte jede Woche 100 Euro. Lässt dich Idiot auch noch fotografieren. Tut mir so leid. Bitte, bitte verlass mich nicht. Ja, Carsten, es tut mir auch leid, ehrlich. Bitte verzeih mir. Nee, da bin ich jetzt erstmal noch ganz weit von entfernt. Vergiss. Also da will ich erstmal nicht. Ja, also das Leid haben und es tut mir leid, können wir dann auf die spätere Zeiten verschieben. Nur rein rechtlich, Herr Bayer, ich meine, Sie müssen doch gehört haben von gegenüber 6 Meter Entfernung, dass die Frau Fichter, die ist nun gerade nicht leise, gesagt hat, hört auf damit, ich rufe die Polizei. Sie waren doch wirklich, das wussten Sie doch, auf dem Präsentierteller der gesamten Nachbarschaft. Frau Richterin, ich habe weder was mitbekommen, noch habe ich mich für irgendwas interessiert. Ja. Tut mir leid. So ging es mir auch. Boah. Frau Fichtner, aber dann verstehe ich eins nicht so ganz. Ich meine, der Angeklagte, okay, den haben Sie gesehen, der war es nun auch. Aber seine Ehefrau? Also, den Rainer habe ich ganz klar erkannt, aber die Frau stand halt vor ihm. Das konnte ich nicht erkennen. Aber ich hätte doch nie im Leben daran gedacht, dass er die Ellen betrügt. Naja, blond sind sie beide. Noch Fragen an Sascha Fichtner? Nein, vielen Dank. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie an der Seite Platz, Sascha. Vielen Dank für die Aufklärung. Werden Anträge gestellt? Nein, nein. Schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt drüben. Frau Vorsitzende, liebe Frau Klingberg, Sie haben sich ja so ins Zeug gelegt für Ihre Mandanten. Ich bin ja fast in Versuchung, Sie auf ein romantisches Wochenende einzuladen im Hotel Freiberg. Natürlich in getrennten Zimmern, das ist ganz klar. Vielleicht überlegen Sie sich's ja mal.
Herr Bayer, jeder kann nach seiner Fasson selig werden bei uns. Das ist so, wenn Sie lackt rumlaufen möchten, dann können Sie das grundsätzlich tun. Das findet aber seine Schranke in den Rechten anderer. Und zu den Rechten anderer gehört eben auch, dass ich nicht belästigt werden muss mit sexuellen Praktiken und Handlungen, die mir andere Leute aufdrängen, auch visuell. Und wenn da eine Häuserfront ist, 6 Meter, und da sind 16 Fenster auf Sie gerichtet und es ist dunkel und nur der Balkon ist durch einen Bewegungsmelder erleuchtet, dann ist das eine Belästigung. Und es ist Ihnen auch völlig klar, dass da andere zugucken können. Und wenn dann noch ein Ruf kommt, da können Sie mir nicht erzählen, auch wenn mit Ihrer Frau vielleicht da einiges im Argen liegt, dass Sie so vergessen sind, dass Ihnen nicht klar ist, dass Sie das tun und dass Ihnen nicht klar ist, dass Sie es vielleicht auch ein Stück bewusst tun, dass Sie da die Leute damit auch provozieren wollen, weil Sie zeigen wollen, das ist so toll, es macht mir jetzt so viel Spaß, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Sie da diese Grenze eindeutig überschritten haben. Das ergibt sich für mich aus der Tat. Eine Geldstrafe, Frau Vorsitzende, ist angemessen. 30 Tagessätze à 50 Euro, 1500 Euro. Insoweit kann man vielleicht auch einen nackten Mann in die Tasche greifen. Seine Frau ist hier freizusprechen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Rechtsanwältin. Ja, Frau Vorsitzende, Herr Staatsanwalt, trotz des wirklich sehr verlockenden Angebots des Staatsanwalts möchte ich mich doch lieber noch mal hier für meinen Mandanten richtig ins Zeug legen. Denn mein Mandant hat sich zwar zu sexuellen Handlungen mit der Zeugin Plüm hinreißen lassen und auch auf dem Balkon seines Hotels, aber ist hier wirklich der Tatbestand der Erregung des öffentlichen Ärgernisses erfüllt? Meine ich nicht. Denn meinem Mandanten müsste es neben dem Vorsatz nämlich genau gerade darauf angekommen sein, durch seine Handlungen Ärgernis zu erregen. Und was hat er gerade gesagt, das war doch überhaupt nicht der Fall. Er hat sich aufgrund des, sagen wir mal, sexuellen Stillstandes in seiner Ehe von der Zeugin Plüm verführen lassen und ist mit dieser auf den Balkon gegangen, damit gerade niemand etwas davon mitbekommt. Den Rest hat er selber nicht mehr so registriert. Er hat ja auch gerade gesagt, und das hat die Zeugin ja auch noch mal bestätigt, wir haben gar nichts gehört. Und ich meine auch, dass er nicht damit rechnen musste, dass nach 20 Uhr eine 7-Jährige am Fenster steht und da guckt. Ich bin daher der Auffassung, allgemeines Ärgernis ja, und zwar für alle Beteiligten, aber Erregung öffentlichen Ärgernisses nein. Ich beantrage daher einen Freispruch. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Rechtsanwältin Klingenberg. Sie haben das letzte Wort, Herr Bayer. Es tut mir so leid, was ich getan habe, und das war das Schlimmste im Leben, und ich möchte meine Frau bitten, dass sie mich nicht verlässt. Danke. Frau Bayer. Ich bin einfach nur froh, dass jetzt alles rausgekommen ist. Wie auch immer. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Rainer Bayer wird wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 50 Euro, also zu insgesamt 1.500 Euro verurteilt. Ratenzahlung wird gestattet. Die Angeklagte Ellen Bayer wird freigesprochen. Der Angeklagte Rainer Bayer trägt die Kosten seines Verfahrens. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten Ellen Bayer fallen der Staatskasse zur Last. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Es bewegt nicht die Welt, dieses Delikt, aber es bleibt ein. Es ist mit Sicherheit nicht Ihre Absicht gewesen, direkt, gezielt. Kommt alle her, schaut alle zu, was wir jetzt tun. Darum geht es aber auch gar nicht. Es ist nicht Voraussetzung. Es reicht, dass man weiß, dass man damit irgendwelche anderen Leute stört. Und man kann natürlich sagen, ja, das habe ich alles gar nicht gewusst. Aber man kann ja auch sagen, ich weiß nie irgendwas, was ich nicht wissen will. Das weiß man, wenn man diesen Balkon betritt. Weil erst dann geht das Licht an. Man geht nicht irgendwo also hin und weiß gar nicht, was ist. In dem Moment haben Sie gemerkt, dass das Licht angeht. Und es war, vor euch damit Klingelmerk, 20 Uhr. Direkt vor einem Wohnblock auf der anderen Seite. Da weiß man, dass andere Leute auch zugucken können. Und es ist einem in dem Moment egal. Warum ist mir dann egal? Es bleibt eine Straftat. Gegen das Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision einzulegen, binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Ellen Bayer hat sich 4 Wochen nach der Verhandlung von ihrem Mann getrennt. Das Hotel wurde geschlossen. Beate Plüm wurde wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung verurteilt. Franziska Behrens wurde vom Jugendgericht wegen Erpressung und wegen uneidlicher Falschaussage zu 150 Arbeitsstunden in einer Seniorenküche verurteilt.